Dem mexikanischen Nationalspieler wurden dabei zwei Metallplatten eingesetzt. Ich hoffe, dass er es noch zur WM schafft, sagte Trainer Niko Kovac am Freitag. Salcedo hatte sich Verletzung im Länderspiel gegen Kroatien 0:1 zugezogen. Erst im vergangenen Jahr war der 24-Jährige wegen einer Schulter-Eckgelenksprengung beim Confed Cup knapp 3 Monate ausgefallen. Salcedo war im Sommer auf Leihbasis von Deportivo Guadalajara nach Frankfurt gewechselt und absolvierte bisher 18 Bundesligaspiele. Die WM in Russland beginnt am 14. Juni. 3 Tage später trifft Mexiko in Moskau in der Gruppe F im ersten Spiel auf Deutschland.